Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno. Und Andrea Meier. Heute laufen wir durch meine Heimat, Zürich. Eine Wanderung durch die Stadt. Samstagmorgen um 8 Uhr. Darauf geht es nicht zu Fuß, sondern mit der Standseilbahn im Bullibändli. Und wer hätte das gedacht? Mitten in der Stadt werden wir sogar von einem Zürcher Güttel begrüßt. Der Abstecher auf die ETH-Terrasse darf natürlich nicht fehlen. Auch wenn heute ein Nebelschleier über der Stadt liegt, ein Selfie ist Pflicht. Es geht weiter mit dem nächsten Bändchen, der Seilbahn Rigiblick. Wir wollen heute noch hoch rauf bis auf den Zürichberg und hoffen, dass wir auch noch ein bisschen etwas von der Sonne sehen. Auf unserem Weg durch den Wald werden wir an allerlei Persönlichkeiten erinnert. Zum Beispiel an die Heidi-Schriftstellerin Johanna Spiri oder an Susan Orelli. Sie hat den Zürcher Frauenverein gegründet. Jetzt gehen wir den Panoramaweg, der geht glaube ich eben aus. Ich bin gespannt, ob wir dann etwas sehen von Zürich. Ja, gehen wir schauen. Leider war nichts damit. Dafür wartet eine andere Überraschung. Der Künstler Freddy R. Rötlisberger hat hier gerade eine Ausstellung und wir staunen über seine ausdrucksstarken Bronzefiguren. Viel Zeit bleibt uns nicht. Wir haben heute noch viel vor und geniessen unsere Wanderung durch den herbstlichen Blätterwald. Jetzt gehen wir dann gerade auf einen holzigen Aussichtsturm, wo ich mir eigentlich geschworen habe, ich will nie mehr darauf. Jetzt muss ich doch noch mal. Das klingt ja schon mal sehr gefährlich. Und da ist er auch schon, der Lorenkopf. Schnell laufen und am besten nicht runterschauen. Geschafft! Aber es war nicht so schlimm. Nicht so schlimm gewesen, nein. Und wie viele Stege getreten hat? Ich habe mich verzählt beim Kamerawechsel. Oh, etwa 150. Das Hörnli und den Pilatus sehen wir zwar nicht, aber die Aussicht lohnt sich trotzdem. Und auch der Blick gegen oben ist eindrücklich, allein schon wegen der Farbe der Blätter. Entspannt geht es jetzt in Richtung Wittike, ins Stöckentobel. Dass nicht weiter weg eine pulsierende City liegt, wo sich jetzt gerade ein paar Autokolonnen von Lichtsignal zu Lichtsignal schieben, würde man nicht denken. Da oben ist es luftig und der Stadtlärm ist weiter weg. Und wer im Shoppingrausch fernbleiben will, der steigt zum Beispiel aufs Seil, wie der junge Mann, wo er so sein Gleichgewicht, sein akrobatisches Geschick und seine Ausdauer trainiert. Der nächste Termin, eigentlich fast der wichtigste, haben wir heute aber noch vor. Das Fotoshooting mit dem Betonelefant, der mitten im Elefantenbach steht. Der Sprung zurück in die Stadt ist schnell gemacht und schon gleich merken wir, dass es wieder hektisch wird. Zürich ist aktiv und unterwegs.
Beste ist jetzt eine kleine Verschnaufspause am See. Und weil es unterdessen Nachmittag geworden ist, zeigt sich jetzt auch endlich die Sonne. Bei den Zürcher gilt eben nicht, Morgenstund hat Gold im Mund. Zumindest nicht zu den Herbstzeiten. Das muss man sich auch als Wanderer merken. Bevor wir das Schiff nehmen vom Zürichhorn bis zum Bürkliplatz, sagen wir noch schnell, zumindest in Gedanken, dem Herrn Dengeli Grüezi. Zeit zum Heimgehen. Und das kann für den Zürcher sowohl ein Schiff als auch ein Tram sein. Wir entscheiden uns für die gemütliche Route Pittoresque und nehmen das Schiff. In wenigen Minuten treffen wir im Zürich-Bürkliplatz ein. Wir danken für Ihren Besuch auf dem Zürichsee und freuen uns, Sie bald wieder auf einem unserer Schiffe begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns auf Wiedersehen miteinander. Ja, auf Wiedersehen. Dieses Schiff fährt weiter als kleine Rundfahrt Richtung Zürichhorn, Erlenbach, Talwil.